Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tal-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Talfilter 2. Was das genau ist, das erkläre ich euch jetzt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Talfilter 2. Ich habe jetzt vorne dran ein Polysynth geladen und hinten dran den Talfilter 2. Das Schöne an den Tal-VSTs ist, dass es die für alle Betriebssysteme gibt, also für Linux, für Windows und auch für Apple oder nicht iOS, für Apple halt. So, ich habe jetzt hier eine besondere Situation, weil irgendwie OBS beißt sich mit dem Talfilter, mit der Talfilter-Software. Das heißt, ich kann es leider nicht alles zeigen, aber ich erkläre jetzt einfach mal, was wir hier sehen. Und zwar, das ist das Fenster erstmal. Und hier oben gibt es ein Menü, was ich runterklappen kann. Und dann kann ich mir hier auch die verschiedenen Presets reinladen. Und ich kann leider auf die Presets nicht draufklicken, solange OBS auf ist. Wenn OBS zu ist, funktioniert das VST hervorragend. Das heißt, ich kann alles, was ich hier aufklappen und auswählen will, kann ich hier leider nicht auswählen. Das ist ein bisschen gerade schade. Aber naja, geht halt im Moment nicht anders. Ich habe das jetzt auch mit einer Vorversion von OBS probiert, das funktionierte da auch nicht. So, wenn ich hier auf dieses Blatt drücke, rechts daneben, dann kriege ich ein Fenster, womit ich, das kann ich nachher gleich mal ausprobieren, das habe ich noch nicht ausprobiert, womit ich dann auch die Presets selber nochmal laden kann. Hier unten schließe ich das Ganze. Hier kann ich dann eigene Presets speichern. Hier habe ich einen Vor- und Zurückknopf, also rückgängig machen und so weiter. Hier gibt es einen Legacy Mode, den kann ich anklicken, aber den sollte man nicht verwenden, wenn man neue Presets macht oder einfach ganz neu mit dem Filter arbeitet. Das ist einfach nur zu Kompatibilitätsgründen zu alten Presets da. Dann gibt es hier MIDI und Trigger. MIDI ist nichts anderes, als dass es sich mit der DAW so synkt, dass wenn Noten reinkommen, dass die Note den Lauf hier antriggert. Ansonsten ist das Filter mit der Geschwindigkeit der DAW synchronisiert. Und mit Trigger, wenn ich hier draufklicke, das sieht man diesen Punkt, der hier ständig von links nach rechts läuft, kann ich den manuell quasi wieder von vorne antriggern. In der Mitte habe ich dann das Displayfeld und mit diesen zwei Punkten, wenn ich eingreife, geht es von beiden Seiten hoch, weil das Filter sicherstellt, dass ich mit der Filter oder mit der Einstellung, mit der ich beginne, auch ende, sodass, wenn das hier loopt, das quasi wieder an der einen Stelle losgeht, ohne dass ich einen Sprung habe. Neue Punkte kann ich einfach hier reinklicken und kann die rausziehen, wo ich haben will. Und jeder Punkt hat dann noch solche Linien, wo ich dann so, ich weiß es nie, Bézier oder Bézier Kurven ziehen kann. Das eine ist zum Essen, das andere ist Mathematik. So, ich glaube Bézier. Und die kann ich dann hier noch einstellen, kann hier dann alle möglichen Schnickschnack-Sachen machen hier. Und jedes Mal, wenn ein Ton kommt, läuft das hier durch. So, wenn ich so einen Punkt wegmachen will, kann ich einen Doppelklick drauf machen oder ich ziehe den. Nee, raus geht nicht. Aber wenn ich den, ich glaube, wenn ich den hier rausziehe, irgendwo konnte ich den mal rausziehen. Ah ja, nach unten rausziehen. War das ist das? Ja, nach unten rausziehen geht da auch weg. So, und ich kann halt irgendwo reinklicken und neue Kurven hier rein machen. Hier unten habe ich dann noch ein Feld, das standardmäßig kann ich quasi vier Takte mit dem Mal 1 bespielen, mit diesem, eigentlich ist es ein MSEG-Editor so ein bisschen. Und das kann ich dann runterbrechen. Da steht halt zwar Mal 4, aber das ist eher so die Zoom-Stufe, wie man dann hier reinzoomt. Wird dann eher geteilt durch 4 sagen. Das heißt, wenn ich hier auf 4 stehen habe, 4 Takte geteilt durch 4, ist das hier ein Takt. Wenn ich hier mit der DAW einen Takt spiele. So, das Fenster will jetzt immer wieder aufgehen.
Das Fenster nebendran ist hier standardmäßig auf das Minus eingestellt. Das heißt, das sind die Notenabstände, die hier eingezeichnet sind. Das heißt, hier geteilt durch 4, das ist ein Takt. Das heißt, ich habe hier die halbe Note. Ich habe hier die Viertel drin stehen und dann noch die Achtel mit dabei. Und wenn das auf Minus ist, wird das genau, also wird dieser Takt immer genau auch mit der DAW auf Viertel, Achtel, Ganze, Halbe, Sechzehntel und so weiter eingestellt. Bei D ist das dotted, also gepunktet, und T heißt Triplets. Das kann ich mit dem Filter auch nochmal machen. Und hier habe ich dann die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Das eine ist eben Panning, also Stereofeld, Volume, Lautstärke. Dann habe ich einen Low-Pass-Filter mit 12 dB, einen High-Pass und einen Band-Pass-Filter. Und ich kann das auch alles ausstellen. Dann habe ich diese Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe das extra jetzt aus dem, wegen dieses Problems mit OBS, habe ich das jetzt einfach mal auf alles eingestellt, sodass ich hier alle Regler hier habe. Das heißt, ich kann hier den Cut-Off, das sehe ich auch schön grafisch einstellen von dem Filter. Dann die Tiefe des Filters kann ich noch einstellen. In welchem Bereich er diese Bewegung machen soll. Doppelklick kann ich das alles wieder rückgängig machen. Die Resonanz des Filters kann ich noch einstellen. Das hier sieht man jetzt nicht so richtig. Und was auch eine ganz schöne Geschichte ist, ist hier bei Panning oder bei Volume habe ich noch Stereo. Das heißt, ich kann linkes und rechtes Signal getrennt voneinander laufen lassen. Und dann natürlich noch Input, Gain, also Verstärkung und Output, also Ausgangsverstärkung. Also das Filter ist deshalb halt auch nicht schlecht. Wer zum Beispiel das LFO-Tool kennt, mit dem Filter kann man im Prinzip, wenn man hier Volume auswählt, kann man im Prinzip genau dasselbe machen. Ich kann hier bis mal 64, also 4 Takte durch 64. Das heißt, das Ding kann ja richtig schnell, ich kann es leider nicht auswählen, schade eigentlich, kann richtig schnell reagieren, und ich kann hier mit dem Talfilter im Prinzip auch einen Sidechain machen, wie das mit dem LFO-Filter zum Beispiel machbar ist. Oder eben andere ganze wirre, lustige Lautstärkenbewegungen, Filterbewegungen oder wie auch immer. So, und jetzt probiere ich nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Low habe, Doppelklick, dann lädt er das zum Beispiel, genau. Jetzt kann ich diesen Low-Filter, der wäre so quasi ganz normal ein Low-Filter. Ich habe den. Wenn ich den jetzt im Stereo versetze, sind zum Zwitschern gebracht. Oder ich nehme hier einen Tremolo mit Doppelklick. Im Stereo. Und das mit dem Stereo finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Oder Hardpan Fast. Nehmen wir mal normal Hardpan. In der Tiefe kann ich einfach die Stereobreite ein bisschen einengen, dass der nicht so ganz rausgeht. Oder ich mache es mir auf eine Seite mit dem Offset oder auf die andere Seite. Dann natürlich in ein Slow Gate, das mit dem Volume. Und da kann ich dann auch wieder die Menge bestimmen, wie das Gate läuft und ob es eher lauter oder leiser ist oder eben halt alles. Oder auch nochmal im Stereo. Also rechte, linke Box. Getrennt. Macht einen schönen Effekt. So, kann ich nochmal Vibragate, hätten wir hier noch diese Moves mit dem Bandpassfilter.
auch wieder hier in dem Stereo oder den Switcher-Richter anmachen. Kann man auf jeden Fall schöne, schöne Stereo-Spielereien machen. Ja, und sollte es irgendwann nochmal gehen, dass OBS und der Teilfilter oder das Teilfilter zusammen funktionieren, mache ich vielleicht dann auch nochmal ein weiteres, wobei ich könnte jetzt, wo hatte ich, nicht pennen, sondern ich will Skate mit der Lautstärke, ja. Wenn ich das hier jetzt zum Beispiel nehme, könnte ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt auch relativ schnell. Ich mache hier jetzt zum Beispiel, sondern Sidechain, wenn hier jetzt die Kick schlägt, käme jetzt der Bass einfach ein bisschen danach, statt dass er quasi direkt hier vorne kommt. Den hier mal kurz wegmachen. So wäre der Bass ja quasi hier. So wäre der Bass quasi die ganze Zeit da. So könnte ich den bisschen später reinnehmen. Oder wenn ich mehr Zeit brauche, kann ich mir natürlich hier unten auch nochmal ein bisschen mehr Zeit reinlegen. Also ich sag mal so, für eine Sidechain eben mal schnell, für ein kostenloses Plugin ist das auf jeden Fall super. Und vielleicht, ich habe noch gar nicht großes mit rum experimentiert, könnte man jetzt auch noch irgendwelche Stereo-Effekte mit dem nicht ganz so tiefen Pass machen. Weiß nicht, ob das was bringen würde. Aber ja, das Ding kann mehr, als dass es aussieht, finde ich persönlich. Und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, ein Abo, drückt die Glocke, kommentiert unter dem Video. Vielleicht kennt ihr ja noch mehr Teilprodukte. Ich denke mal, wenn sich das Problem nicht wiederholt, kann ich vielleicht das ein oder andere Video noch dazu machen. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Tutorial wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.